Wer einmal arm ist, bleibt es häufig auch, so das Ergebnis einer Studie des Wissenschaftszentrums Berlin. Laut WZB gilt als armutsgefährdet, wer weniger als 60% des durchschnittlichen Nettoeinkommens zur Verfügung hat. 2018 lebt in Deutschland fast jede oder jeder Sechste unterhalb der Armutsschwelle. Dieser Anteil ist im Vergleich zum Vorjahr zwar leicht gesunken, das Armutsrisiko liegt aber immer noch deutlich über dem Niveau der 1990er Jahre mit knapp 11% und dem Niveau zwischen 2005 und 2009 mit knapp 13%. Aktuell haben die Corona-Maßnahmen die Ärmeren im Durchschnitt stärker getroffen als andere. Während Besserverdienende eher die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, müssen Geringverdiener häufiger zum Arbeitsplatz und haben damit potenziell ein höheres Risiko, sich anzustecken. Und auch die Bildungschancen während der Corona-Krise sind geringer. Die Teilnahme an digitalen Unterrichtsformaten ist letztendlich davon abhängig, ob und in welchem Umfang Familien mit Computern und Internet ausgestattet sind. Hier zeigt sich, dass Familien mit höherem Einkommen im Durchschnitt mehr Endgeräte besitzen, während Familien mit niedrigen Einkommen oft nicht für jedes Kind einen Computer haben. Und die Studie zeigt auch, nur knapp jeder zweite Befragte betrachtet sein Bruttoeinkommen als gerecht.